Bezüglich der Fragestellung, also wie wird es weiter, bin ich der Meinung, dass wir derzeitig gut daran tun, uns tatsächlich auch noch den ausreichenden Raum für eine politische Standortbestimmung zu geben. Ich selber bin der Meinung, dass wir es nicht geschafft haben, den Menschen Vertrauen in die Stabilität unserer Ausgaben zu geben. Das heißt sogar noch mehr als nur die Frage der Glaubwürdigkeit, denn jeder Mensch möchte planen, jeder Mensch möchte auch wissen, was bringt meine Anstrengung. Das betrifft die Studierenden genauso wie die Auszubildenden. Es betrifft die Frauen bezüglich der Vereinbarkeitsdebatte und der Karrierechancen. Es betrifft die Männer, die nach ihrem neuen Gesellschaftsbild also auch suchen. Es betrifft die Älteren, die nach einem neuen Standort hier in dieser Gesellschaft suchen. Es betrifft aber auch schon die Kinder, die mittlerweile unter einem starken Leistungsdrang sitzen. Ich glaube, dass in dieser Zeit der Suche nach richtigen Fragen, auf die wir dann auch hoffentlich viele, 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 viele Antworten finden werden, eines wichtig ist. Und das heißt, was ist soziale Gerechtigkeit, aber auch, was bedeutet Innovation? Ich entsinne mich, dass in den 90er Jahren wir häufig davon gesprochen haben, die Gesellschaft ändert sich Richtung Wissensgesellschaft, Richtung Dienstleistungsgesellschaft und auch Richtung Innovationsgesellschaft. Was bedeutet das im Hinblick auf Technologien? Was bedeutet das im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften? Es bedeutet Veränderungen nicht nur immer vom Ende her zu sehen, sondern auch Prozesse und Funktionen als Ganzes zu verändern. Nur wenn wir dies schaffen, diese vielen Fragestellungen in den Prozess rein zu integrieren, werden wir auch konkurrenzfähig werden zu Parteien im gleichen Lager und wir werden auch konkurrenz- und mehrheitsfähig werden zur, ich sage es mal schwarz, also auch gelb, schwarz und gelb. Mein Ziel ist, dass wir bereits in 4 Jahren soweit sind. Richtig optimistisch in der Richtung bin ich nicht. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich noch länger in der Opposition sitzen werden. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns alle die Kraft nehmen, auf dass wir in 4 Jahren mehrheitsfähig sind, glaubwürdig sind mit Standort und Überzeugungskraft.